Wir haben dort ein Integrationsprojekt während 2 Jahren durchgeführt und haben Kinder mit Migrationshintergrund in unsere Gruppe integriert. Und das Projekt hat eigentlich sehr erfolgreich beendet werden. Zum Thema Integration haben wir bis jetzt leider nicht so viel gemacht. Wir sind jetzt in einer Projektphase, wo wir die Abgabestelle eröffnen für sozial Benachteiligte in unseren Staatsmorten. Okay. Es sieht so aus, wir haben das Konzeption verabschiedet, wo es drin steht, wir wollen weitergehen. Das ist vom Vorstand verabschiedet worden. Und dann starten wir mal mit der Sensibilisierungsphase. Was daraus wird, da sind wir dran, um konkrete Umsetzungsschritte zu erarbeiten. Das Projekt hat einen sehr hohen Ausländeranteil, kann man sagen, teilweise bis zu 90% Proben. Was sicher auch die Situation in dem Quartier widerspiegelt, wo wir tätig sind. Und ich denke, das Erfolgsrezept bei uns ist auch, dass wir ein sehr niederschwelliges Projekt haben. Es hat gewisse Strukturen, aber nicht sehr viel. Das heisst, man muss nicht in einem Verein sein, man muss sich nicht anmelden. Man kommt einfach vorbei. Und das Einzige, was man machen muss, ist sich einschreiben am Anfang. Wir haben im Moment das Projekt Jubel Mundo am Start. Es ist so, wir haben ein Vorprojekt gemacht, zusammen mit dem TIC. Und haben konkret Scharen gesucht, die sich mit dem Thema Integration beschäftigen. Wir haben zwei Scharen gefunden, ohne die davon schon über 60% Migranten hat, die weitere Hilfe zur Bildtragung und so will. Pour ce groupe de scouts qui a intégré l'association neuchâteloise du scoutisme, il a bien cherché à s'intégrer dans la société, surtout neuchâteloise, d'une part, et aussi administrativement avec l'association cantonale du scoutisme. L'intégration pour nous, ça se fait comme un dessin, c'est de la mosaïque. Pour faire un tableau avec des mosaïques, avec des petites pierres, il faut avoir des couleurs différentes. Was denkst du, also das, was wir bis jetzt gemacht haben, eigentlich sehr gut funktioniert hat, ist das Diaspora-Projekt, das ist, was wir Leute aus der sri lankischen Diaspora ermöglicht haben, in Sri Lanka einen freiwilligen Einsatz zu machen. Und was wir auch gemerkt haben, wie schwierig es ist, überhaupt so Kontakt zu finden eigentlich zu den Organisationen, zu den Leuten. Wir haben einen Ausländeranteil von 40%, für den haben wir uns gar nicht wirklich gross bemüht. Jetzt ist er aber da und wir haben eigentlich bis jetzt gar kein Problem damit. Also das funktioniert. Und wir haben natürlich auch Interesse, noch mehr Ausländer aufzunehmen. Das ist natürlich immer so. Klar gesehen, auch im Leitungsteam gibt es immer wieder Differenzen. Es geht immer dort, ja, wenn wir den Aufwand noch weiterhin betreiben. Und wir arbeiten gerade an einem Pilotprojekt mit 3 Scharen, die wir betreuen, wo wir Erfahrungen sammeln wollen, wie man mehr Migranten und Migrantinnen in die Jubla holen kann.